Ist das spannend? Na los! Hallo? Ach Mensch, gucke mal. Frikadella findet, dass Sien okay ist. So, was war das? Frikadella Schlömpel. Was ist das denn für ein Sternchen da? Das ist aber auch neu. Versuchen, Star zu beeindrucken? Entschuldigung, wieso Star? Seit wann ist ein Frikadella ein Star? Ich... Über Tätigkeit sprecherin. Was macht sie denn gerne? Sagen wir mal, ich weiß das ja leider alles gar nicht. Ich muss mir das jetzt alles ausdenken und dann sagen wir mal, wofür... Frikadella interessiert sich doch eh nur für einen Fernseher. Und für Arbeitslosigkeit. Das ist doch vielleicht ein super Thema, über das man referieren kann. Und sie möchte sich gerne... Oh, Frikadella als Freundin gewinnen. Was ist das denn da? Wo ist ein Tränenmond? So, und jetzt können wir mal gucken. Ich verstehe das nicht mit diesem... Warum ist die jetzt ein Star? Das verstehe ich nicht. Über Fähigkeit sprechen. Kampfkunst. Kampfkunst ist immer ein super Thema. Über Judo, würde ich mal sagen. Zufällig würde ich sagen Judo. Ja, ich mach gerne Judo. Echt? Naja, ich esse gern Schokolade. Gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Dann versuchen wir mal weiter über Tätigkeit sprechen. Arbeitslosigkeit. Hey, ich arbeite übrigens im Café. Wusstest du das? Das ist voll schön da. Ja, ich sitze gerne auf dem Sofa. Das kann ich voll gut, ey. So, herzlichen Glückwunsch. Hien hat den Star Frikadella... Den was? Den Star Frikadella Schlömpel beeindruckt. Jetzt können die beiden soziale Interaktionen austauschen. Ja, beeindrucken hätte man die auch irgendwie mit einer Dose Konfekt können, aber gut. Jetzt können wir mal freundlich eine Gruppe gründen. Ich glaube, nicht romantisch. Nee, das... Nein, wirklich nicht romantisch. Nein. Über Lieblingsfernsehshows diskutieren, das geht, glaube ich. Wo ist Tränenmond? Hat sie die aufgegessen? So, Frikadella ist eine Stubenhockerin, das wissen wir ja schon. Umgekehrt wäre auch lustig, wenn Frikadella hier mal interviewen würde, da müssen wir mal gucken. Das wird leider nicht funktionieren, da müsste ich wieder den Haushalt wechseln, aber komm, das ist ein super Haus. Super Bude, Alte, Mann. Ja, die ist, ja. So, nochmal freundlich, dann sagen wir mal, fantastisches Buch loben, die kann nur gar nicht, ja, na gut. Hab da so einen Schmöker gelesen, der ist so toll. Ja, hat ja gut geklappt. Fantastisches Buch loben, komisch. Über Buchhandlung reden? Schlechtes Buch kritisieren? Nach Karriere fragen? Gina, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Sag doch mal! Ja, ich sitze rum und pupse professionell. Ich bin professionelle Pupserin. So, ach Mensch, die ist arbeitslos, aber ein Star. Ein arbeitsloser Superstar. Na, das passt ja. Vielleicht war die ja schon mal bei RTL. Spezial, charismatisch, komm, Hien ist nämlich sehr charismatisch und das wird sie gleich mal mit einem Anmachspruch, nein, natürlich nicht, das wird sie natürlich gleich mal mit einer lustigen Geschichte hier zur Geltung bringen. Nachdem Frikadella, ich will das bitte nicht sehen. Platsch! So, Entschuldigung, der musste raus. Na, eigentlich den ganzen Tag auch nur rum, wie es aussieht. Oh Mann, der stinkt's aber hier drin. Dicke Luft, Alte. Aha. So, können wir denn da jetzt vielleicht mal ein bisschen Gas geben? Spezial. Freundlich. Kennenlernen. Hey, ich stehe total auf meinem PC-Monitor. Ich mag Hammer. Ich mag Kreide. Kreide ist super! Hey! Ich mag Regen! Dicken, schwarzen Regen! Ich mag gerne Fische! Fische sind lecker! Ich esse gerne Blumen! Blumen, köstlich!
ne? Naja. So, mal gucken, was haben wir da noch? Nicht romantisch. Spezial, ich mache hier mal, ich will mal, dass die beiden sich hier ein bisschen gut verstehen. Den Tag verschönern. Komm, wir verschönern ihr mal den Tag, weil ich keine Ahnung habe, was das heißt. Ich guck jetzt mal. Ich hoffe, das kostet jetzt nichts. Ja, Tag ist verschönert, wie es aussieht. Freundlich kennenlernen. Machen wir mal freundlich kennenlernen. Machen wir gleich zweimal und dann würde ich mal sagen, vom neuen Haus schwärmen und dann über Familie reden. Olli möchte ein fantastischer Unterhalter und ein bekannter Salonlöwe werden, der sich darauf versteht, in wichtigen Situationen stets das Richtige zu sagen. Olli muss auf die Sims in der Nachbarschaft zugehen und ständig seine Kontakte pflegen, um Charisma aufzubauen. Ach Mensch. Stimmt, der ist ja auch noch da. Wie geht's denen denn überhaupt? Da müssen wir mal ganz kurz rüber switchen. Wir kehren gleich wieder zu den Schnömpels zurück. Ach, er steht immer noch vom Spiegel. Mann, du Fatzke, du kannst doch nicht den ganzen Tag vom Spiegel stehen. Energie lässt aber nach. Jetzt muss er auch langsam mal... Ja, komm, dann strunz doch einfach mal ab. So, deine Ballerina kannst du nachher machen. So, ja, ja, jetzt geh doch mal pinkeln. So, wir... Im Stehen pinkeln. Ich glaube, es geht los. Kannst du aber auch selber sauber machen hier, ne? Können wir das eigentlich? Nee. Danach die... Hände waschen. Ach, geht wieder nicht durch. So, säubern geht noch nicht. Hygiene, ja, riecht schon so ein bisschen. Da würde ich sagen, da kannst du gleich mal duschen gehen. Und ansonsten, was hat er denn sonst noch so gerade hier überhaupt und tralala? Arbeitslos. Einen Job könnte er sich mal suchen. Die Zeitung ist doch bestimmt da. Ja, die Zeitung fliegt hier gerade durch die Luft. Wie es gute Zeitungen tun. Die schwebt hier einfach so herum. Ist vielleicht besonders leichtes Papier. Jobs und Berufe. Job suchen. Die Traumkarrieren wurde mir angeraten, dass ich die auslasse. Hier für die Mädels übrigens, da seht ihr mal nackten Olli. Hier, so sieht der aus. Kann man da vielleicht von oben reinlinsen. Der hat immer so ein paar Quadrate um die Hüfte. Das ist ganz normal. Das ist auch RL bei dem so. Da muss man sich nicht wundern. Was war das denn gerade? Kalte Dusche. Eine kalte Dusche kühlt erhitzte Gemüter ab. Vielleicht wäre es dann noch Zeit, die Dusche zu verbessern, wegen billiger Dusche. Oh. Ja, die haben halt nicht so viel Geld. Tut mir auch leid. So, er möchte die Fähigkeit Gitarre lernen. Ich möchte auch, dass er das lernt. Und einen Kurs in der Fähigkeit Charisma, Olli, das wird leider nichts. Aber vielleicht eine Party veranstalten. Aber naja, muss ich mal gucken. Mal gucken, ob wir das hinkriegen und jetzt erstmal schön hier Zeitungen lesen. So, was haben wir denn für Jobs da? Aha, aha. Verfügbare Jobs, Musik. Fan, schaffst du es, die Massen zu rocken und den Saiten deiner Gitarre wunderbare Weisen zu entlocken? Bei dieser Karriere werden sowohl deine musikalischen Talente als auch dein logisches Geschick auf und hinter der Bühne auf die Probe gestellt. Ja, würde ich sagen, das ist doch genau sein Ding. Was haben wir denn noch? Wirtschaft, Kaffeebote, Bildung, Spielplatzaufsicht, Musik. Tja, dann ab dafür. Karriere annehmen. Und schon ist er seiner Traumkarriere ein wenig näher. Charmant begrüßen. Wen kann man denn mal charmant begrüßen? Der kennt doch auch keinen. Vielleicht kann er ja auch mal zu den Schlömpels fahren. Wie gut drauf ist er denn noch? Energie sieht nicht mehr so gut aus. Eine Party veranstalten. Sollten wir machen, aber vielleicht 14.18 Uhr. Na, Energie ist nicht mehr so gut. Vielleicht könnte er eine Runde knacken oder so zwischendurch. Dann macht er erstmal ein Nickerchen und... Jetzt muss ich mal gucken, wann muss er denn überhaupt zum Job? 15 bis 21 Uhr ist die Frage, ob das heute ist. Die Fahrgemeinschaft fährt um 14 Uhr, aber es ist schon 14.18 Uhr. Und er braucht auf jeden Fall eine Gitarre. Eine Gitarre, eine Gitarre. Gut, Nickerchen fällt aus. Wir gucken mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man eine Gitarre herkriegt. Ich probiere mal mein Glück in einem Laden. Was ist das hier? Das Stadttheater. Da muss er arbeiten, im Stadttheater. Ach Mensch. Wellness Center, Corporate Towers.
Imbiss Gemeinschaftsschule für Hochbegabte. Nee, tut mir leid, das ist ja nix. Friedhof ist auch schön, aber lassen wir heute mal aus. Hier muss doch irgendwo ein... Ach, Supermarkt. Frisch auf den Tisch. Bistro zum kleinen Korsen. Zum kleinen Torso. Polizeirevier, Stadtpark, Fitnessstudio. Da können wir den Olli auch mal hinschicken. Da freut sich die Hirn bestimmt. Aber vorerst am alten Pier. Was ist denn das hier alles am alten Pier? Pass auf, dann gehst du mal in den Supermarkt. Ich hoffe, die haben da zufällig auch an Angelunterricht teilnehmen. Ich guck mal kurz, vielleicht haben sie bei den Lebensmitteln ja auch was anderes. Hier ist das Wolfgang-Goethe-Institut. Da kann man angeln. Da kann man einziehen. Ja, das wollte ich gar nicht. Huch. Grafiken. Da, danke. Ich muss auch noch ein paar Diskotheken und sowas hier in die Stadt einbauen. Ich hoffe, das kriege ich alles hin, weil das sind ja die ganzen Sachen, die haben wir hier normalerweise nicht auf dem Dorf. Aber das lässt sich ja alles machen. So, können wir denn hier nur Essen einkaufen? Ja. Und ein super Schaumbad. Ein Geburtstagskuchen. Komm, wir kaufen einen Geburtstagskuchen. Hummer und Patty und tralala. Oh, Wassermelone für die beiden geht natürlich auch sehr. Tja, ansonsten Knutschner Gurami. Was ist denn ein Knutschner Gurami? Kann man das vielleicht irgendwie lesen? Nee, kann man nicht. Würstchen, Katzenfisch, Weintraube, Sardelle, tralala. Aber es gibt keinen super Schaumbad für 100 Simoleons. Ich glaube auch. So, wir kaufen einen Geburtstagskuchen und eine Wassermelone. Das muss erstmal reichen. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wo kriegt man eine Gitarre her? Müssen wir dazu einen Laden, irgendwie einen Laden selber bauen? Oder? Institut für moderne Kunst besuchen. Schwimmbad besuchen. Schlagzeugunterricht teilnehmen, Gitarrenunterricht teilnehmen. Das war doch ein Wunsch von ihm. Haben wir den noch da? Frankreich besuchen. Einen Kurs in Charisma belegen. Über neue Arbeit reden. Gut, das über neue Arbeit reden können wir auch machen. Fähigkeit Gitarre lernen. Mann, nee, du musst doch eine Gitarre irgendwo herkriegen. Oder kann man sich die nicht kaufen? Hat man die einfach? Das kann doch nicht sein. Die muss man sich doch kaufen. Was ist das? Das Wellness Center. Hier kann man essen. Krankenhaus. Rathaus. Tja, da brat mir doch einer einen Storch. Jetzt gucke ich mal. Stadttheater. Boah, Gitarrenunterricht kostet 320. 320. Wir haben noch... Ja, komm, dann machen wir mal Gitarrenunterricht. Dann freut sich doch einer. Huch. So, da ist er jetzt schön am Gitarre üben. Da freut er sich bestimmt und kommt seinem Lebenswunsch ein wenig näher. Exotische Reisen machen wir später alles noch. Das hatten wir auch schon. So, kostet Olli mal wieder richtig Geld. Und wir gehen mal rüber zu Frau Honig. Was tut sich denn im Hause der Schlömpels? Ach Mensch, hier wird noch gequatscht. Und da wird sich auch... Ach, da wird sie auch angesprochen. Das ist ja toll. Wird aber ein bisschen schläfrig. Oh, und er will unbedingt mit dir reden. So, mal gucken. Wie sieht's denn bei dir aus? Energie. Oh, das sieht ja nicht so gut aus. Ja, dann würde ich mal sagen, ab nach Hause... Vorher begrüßen wir nochmal Fridolin freundschaftlich, damit es ihr besser geht. Freundschaftlich begrüßen. Frido! Hey, Frido! Frido Westerwelle! Hey! Handshake, Alter! Und sie ist angekotzt von ihrem Sohn und der Fridolin findet Hien. Okay. Gut, dann können wir nochmal freundlich eine Gruppe gründen, was immer eine Gruppe heißt. Ich weiß es nicht. Lustig vielleicht mal eine lustige Geschichte erzählen. Komm, das kannst du doch so gut. Ja, und dann waren Noten, ne, und die Noten. Die Noten, du musst dir mal vorstellen, Alter. Ha, Noten, verstehst du? Noten. So. Aber da will jemand pennen gehen und wo ist Tränenmond?